In diesem Video wollen wir den Satz von Pythagoras auf eine altindische Art beweisen. Und der Vorteil ist bei einem Beweis, dass der Satz nachher immer gültig ist. Das heißt, wenn wir es schaffen, den Satz von Pythagoras zu beweisen, dann gilt er eben in jedem rechtwinkligen Dreieck. Und dazu benötigen wir ein bisschen ein Vorwissen. Nämlich, du weißt bestimmt noch, wie du den Flächeninhalt eines Quadrats ermitteln kannst. Genau, das war Seitenlänge mal Seitenlänge. Und du weißt auch noch, was die Winkelsumme eines Dreiecks ist. Ja, genau, 180 Grad. Und du kannst auch noch den Flächeninhalt eines rechtwinkligen Dreiecks ermitteln. Ja, genau, durch a mal b halbe. Und außerdem weißt du den Merksatz für den Satz von Pythagoras, der lautet ja, die Summe der Quadrate der Katheten ist gleich dem Quadrat der Hypotenuse. Und das Ziel für dich in diesem Video ist es, den Beweis des Satzes von Pythagoras zu verstehen. Und dazu benötigen wir eine Schere, ein Geodreieck, einen Karton oder eben einen Zettel und ganz wichtig, einen Stift. Den Karton und die Schere und das Ganze benötigst du, da wir etwas basteln werden später dann. Und mit dem werden wir uns das Ganze näher ansehen. Drück, um die Sachen zu holen, auf Pause. So, dann legen wir los, würde ich sagen. Also links siehst du nochmal ein rechtwinkliges Dreieck, bei dem die Katheten A und B sind und die Hypotenuse C ist. Und wir wollen jetzt eben beweisen, dass dann gilt A² plus B² gleich C². Und dazu benötigen wir als erstes ein Quadrat mit Seitenlänge A plus B. Du kannst jetzt für A und B irgendwas Beliebiges nehmen oder du nimmst zum Beispiel 3 cm und 4 cm. Zeichne jetzt ein Quadrat und drück dazu auf Pause. Genau, dieses Quadrat sieht so aus. Da haben wir die Seitenlängen a plus b. Wenn du jetzt 3 und 4 für a und b genommen hast, dann hat dein Quadrat jetzt die Seitenlänge 7 cm. Und als nächstes wollen wir jetzt die Seiten in zwei Teile mit Länge a bzw. Länge b ermitteln. Das heißt, wenn du jetzt 3 und 4 genommen hast, dann hat dein Quadrat jetzt in der Seitenlänge einen Teil mit 3 cm und einen Teil mit 4 cm. Drück dazu auf Pause. Genau, das sieht jetzt wie folgt aus. Wichtig da ist jetzt, dass es immer abwechselnd ist. A, B, A, B, A, B, A, B. Sonst funktioniert das Ganze nicht so gut. Das heißt, wenn du es mal andersrum gemacht hast, kein Problem, dann mach einfach den Teilungspunkt neu bei dieser Seite und weiter geht's. Jetzt verbinden wir nämlich diese Teilungspunkte und es entstehen so rechtwinklige Dreiecke und eben ein Viereck darin. Wir wollen jetzt einmal ein zweites Quadrat mit Seitenlänge a plus b basteln. Und dieses Quadrat schneiden wir dann auch aus. Das heißt, du benötigst jetzt einen Karton oder einen Zettel, eine Schere, dein Geodreieck und ein Stift, machst das Ganze nochmal und schneidest das jetzt aus. Und dann schneidest du auch die Ecken ab. Und zwar bei der Seite C schneidest du jeweils die Ecken ab. Dann erhältst du nämlich so ein Viereck und vier rechtwinklige Dreiecke. Drück dazu auf Pause. Und die spannende Frage ist jetzt, ob diese vier rechtwinkligen Dreiecke kongruent sind. Das heißt, ob sie deckungsgleich sind. Und kongruent sind zwei Objekte, wenn sie durch beliebige Abfolgen von Verschiebungen, Drehungen und Spiegelungen ineinander überführbar sind. Schauen wir uns das mal an, wie ich das jetzt meine. Du hast jetzt hier und hier zwei rechtwinklige Dreiecke, da wäre dieses Quadrat, dieses Viereck drinnen und du sollst jetzt überprüfen, ob dieses und dieses Dreieck gleich sind. Dazu hast du sie ausgeschnitten. Das heißt, du kannst sie jetzt drehen, schieben, wie auch immer und überprüfst, ob die vier rechtwinkligen Dreiecke wirklich kongruent sind, also deckungsgleich. Und dazu versuchst du, die alle übereinander zu legen.
Drück dazu auf Pause. Ja, wie dir sicher aufgefallen ist, ist das möglich. Nämlich, indem du jetzt das Dreieck einfach einmal so drehst und drauf schiebst. Genauso, wenn jetzt hier dann das nächste wäre, das kannst du einmal so drehen und dazu schieben. Und das da oben kannst du jetzt einmal so rumdrehen und auch dazu schieben. Dann haben wir wirklich alle vier rechtwinklige Dreiecke schön übereinander liegen. Jetzt ist ja noch die spannende Frage, um welches Viereck es sich darin handelt. Ist das ein Quadrat? Was ist das? Und das wollen wir jetzt mit Hilfe der Winkelsumme zeigen. Das heißt, du weißt ja, die Winkelsumme eines Dreiecks ist 180 Grad und du siehst da ja ganz viele rechtwinklige Dreiecke. Übrigens, ein gestreckter Winkel, also so, hat auch 180 Grad. Das weißt du bestimmt. Und mit dem und mit der Winkelsumme eines Dreiecks kannst du das jetzt beweisen. Das heißt, drück auf Pause und probier's. Ja, das Dreieck, also ein ganz beliebiges, das ist ganz egal, wo wir starten, starten wir oben rechts. Hier haben wir Alpha und hier haben wir Beta und da haben wir natürlich einen rechten Winkel, das heißt 90 Grad. Somit haben wir Alpha plus Beta plus 90 ist 180, da ja in einem Dreieck die Winkelsumme 180 Grad ist. Und daher ist auch Alpha plus Beta 90, weil wenn ich jetzt bei Alpha plus Beta plus 90 gleich 180 auf beiden Seiten 90 subtrahiere, dann bleibt halt Alpha plus Beta gleich 90 übrig. Das Delta, was ich jetzt auch schon eingezeichnet habe in Grau, ist jetzt wie gesagt von da bis da oder eben unten rum und das ist 180 Grad. Wenn ich jetzt von diesem Delta, also von den 180 Grad, Alpha und Beta abziehe, dann bleibt mir 90 über. Sehen wir uns das nochmal in Ruhe an, wenn wir das jetzt so anschauen. Und dann haben wir hier Beta und hier Alpha. Ich kann jetzt von diesen 180 Grad, die von hier bis hierhin gehen, einfach mal Beta wegnehmen und Alpha. Und Beta und Alpha war ja zusammen 90 Grad. Das heißt, dieser Winkel hier muss 90 Grad haben. Das Spiel können wir bei jeder der vier Ecken machen, also bei jedem der vier Winkel. Und erhalten dadurch ein Quadrat, da es ja wirklich überall die Seitenlänge c hat und überall 90 Grad vorherrschen. Jetzt brauchen wir nur noch begründen, warum diese Formel gilt. Und dazu betrachte die Flächeninhalte. Du hast jetzt einmal dein Quadrat aufgezeichnet mit der Seitenlänge a plus b, also das, was du am Papier hast. Und einmal hast du diese ganzen Objekte. Und jetzt versuche den Flächeninhalt einmal von dem Quadrat mit Seitenlänge a plus b und von den ganzen Objekten zu ermitteln. Drück dazu auf Pause. Ja, a gesamt können wir natürlich ermitteln, indem wir a plus b in Klammer Quadrat haben. Da ja das Quadrat mit Seitenlänge a plus b, da können wir den Flächeninhalt durch Seitenlänge mal Seitenlänge, also a plus b mal a plus b, also a plus b in Klammer Quadrat. Und wir können es aber auch ermitteln von dem, was wir hier ausgeschnitten haben, einmal durch das Quadrat, das ist das da, und einmal durch die vier rechtwinklige Dreiecke. Da die aber alle kongruent sind, also deckungsgleich sind, haben sie denselben Flächeninhalt. Ich muss nur von einem den Flächeninhalt ermitteln, kann das mit 4 multiplizieren und habe somit das alles. Jetzt müssen wir nur noch die Formel dazu aufstellen. Den Flächeninhalt des kleineren Quadrats können wir durch c Quadrat ermitteln und den Flächeninhalt der vier rechtwinkligen Dreiecke durch 4 mal a mal b mal a gesamt, also den Flächeninhalt des Quadrats mit Seitenlänge a plus b können wir jetzt wie gesagt entweder über
a plus b in Klammer Quadrat berechnen oder eben über c Quadrat plus 4 mal a mal b halbe. Da das eben beides a Gesamt ergibt, können wir das gleichsetzen. Und daher haben wir auch schon gesehen, wie wir auf diese Formel kommen. Diese Formel nehmen wir jetzt mal mit auf die nächste Seite und jetzt wollen wir nur noch zeigen, dass daraus a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat folgt. Und dazu probier es umzuformen und drück Pause. Ja, wenn wir das umformen, müssen wir als erstes mal die binomische Formel auflösen. Das heißt, wir erhalten a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Und auf der rechten Seite der Gleichung können wir dann 4 mal a mal b halbe kürzen und haben dann 2 mal a mal b. Und jetzt subtrahieren wir auf beiden Seiten 2ab und es bleibt übrig a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Und das war's auch schon. Wir sind fertig. Wir haben den Satz von Pythagoras somit gerade gemeinsam bewiesen. Ich hoffe, dass Sie in diesem Video viel lernen können und dir ist nun der Satz von Pythagoras etwas klarer.